muss sich vorstellen, dass es im Ort 3 oder 4 Häuser gab. Mehr war damals nicht vorhanden. Was war 1287, wo also sozusagen Marlow laut Urkunde, die hier im Haus aushängt, erwähnt wurde. Marlow ist für Generationen von Menschen der Ort geblieben oder geworden, in dem sie sich zugehörig fühlen. Sie schätzen die Überschaubarkeit unserer großstadtnahen Kommune, sie schätzen unsere Angebote zum Arbeiten und Wohnen, für Kinderbetreuung und Freizeitgestaltung, sie schätzen die Möglichkeit zum politischen Mitreden und Mitgestalten. Und weil sie sich einbringen und vielfältige Verbindungen mit ihren Nachbarn knüpfen, ist in Marlow viel Zusammenhalt entstanden. Das ist ein Vorzug, auf den wir bauen können. Denn auch in der Zukunft, auch in den nächsten 725 Jahren, wird es weiter auf ein gemeinsames Wirken sowie das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ankommen. Stets waren viele Menschen bereit, an der Marlower Geschichte mitzuschreiben. Und deshalb, davon bin ich fest überzeugt, können wir auch heute mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Ich wünsche uns allen ein ereignisreiches, unvergessliches Jubiläumsjahr, für heute Abend eine wundervolle Veranstaltung. Noch ganz viel Spaß mit dem Restprogramm. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Am 17. Juni 2012 wird es im Seebad Marlow einen Festtag geben. Das ist ein Sonntag. Dort werden unter anderem, ich sage das mal, vom Bahnhof Marlow ungefähr 20 historische Wagen bis zum Seebad fahren, wo wir erwarten, dass die Bevölkerung die Wagen begrüßen wird. Wir werden dort ein Marktgeschehen haben, wir werden ein Non-Stop-Bühnenprogramm haben dort. Wir haben viele andere Kleinigkeiten, die noch vorbereitet werden, aber das sind so die Höhepunkte, die dann am 17. Juni direkt vor Ort stattfinden werden. Wir waren uns aber auch von Anfang an klar, dass wir auf die Bürgerinnen und Bürger bauen, die sag mal, angesprochen worden sind. Und ich muss sagen, dass sich viele Helfer zur Verfügung gestellt haben. Wir haben zur Absicherung der Veranstaltung Arbeitsgruppen gebildet, wie das so üblich ist, nicht nur bei uns so, sondern überall. Da gibt es die Arbeitsgruppe, ich sage das mal, für den heutigen Tag, Vorbereitung der Festveranstaltung. Es gibt eine Arbeitsgruppe zur Durchführung, Organisation des historischen Umzuges. Es gibt eine Arbeitsgruppe Bühnenprogramm. Es gibt eine Arbeitsgruppe, um das mal sozusagen Marktgeschehen. Also so bauen wir das auf und ein Highlight wird heute noch zu sehen sein. Es gibt eine Gruppe von Bürgern, die nicht alle aus Marlow stammen, die eine DVD angefertigt haben über Marlow und Glasow. Also das ist nochmal so ein kleines Bonbon, was diese Bürgerinnen und Bürger für uns dann gemacht haben. Ich ermahne euch also mit den Worten des heiligen Paulus, seid freundlich zueinander, tut das ehrlich und ohne dabei zu lügen. Freut euch, dass ihr euch überhaupt kennt und respektiert den anderen. Wenn ihr so miteinander umgeht, wird es mit Marlow weiter gut vorangehen und ihr alle, meine Untertanen, werdet euch hier wohlfühlen. Ich habe den königlichen Sektkeller geöffnet, um gemeinsam mit euch anzustoßen auf unser schönes Dorf Marlow und auf uns, denn wir sind Marlow. Parce que nous sommes Marlow.